Jo Leute, was geht? Willkommen zu Let's Play The Last of Us Remaster. Ja Leute, wir spielen die Remaster-Version von The Last of Us. Ich habe ja gestern im Video gesagt, dass wir zuerst den S-Teil durchspielen werden. Dann spielen wir Part 2, Leute. Ja, da würde ich sagen, laden wir gar nicht rundherum und starten auf normal. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Tommy, ich... Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Er ist der Lieferant, okay? Ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Magst du sie? Kleines Diest. Sie ist schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy? Wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, also. Onkel Tommy? Hallo? So. Was ist denn da los? Ja, und dann nochmal ein herzliches Willkommen zu Let's Play The Last of Us, Leute. Was geht hier ab? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Okay. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich diese Sachen alles lesen soll oder nicht. Dad? Hallo? Hallo? Ey, wo ist er? Junge. Warum sind wir im Krankenhaus? Aufstieg von 300% aufgrund dieser Infektion. Ja, moin! Alter!
Ey, wo ist Joel? Daddy? Junge! Bist du hier? Nö. Dann wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, sofort alle hier wegbringen, es tritt Gas aus. Hey, los, es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Yo. What the fuck? Dad? Alter, das geht hier ab. Dad! Was ist bloß los? Das fragt mich hier auch gerade. Wenn es euch gefällt, lasst gerne Daumen nach oben da. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert den Kanal. Ja, eben Leute, falls ihr denkt, warum ich nach oben schaue, hier oben ist mein Fernseher und hier unten die Facecam. Weil ich das Kabel zu kurz habe, muss ich es dort unten machen. Verdammt, wo bist du? Ruf an! Bin auf dem Weg. Ja, okay. Läuft, ne? Alter! Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Was ist denn los? Das sind die Coopers. Etwas stimmt nicht mit ihnen. Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim! Dad! Jimmy, komm her, komm her. Alles wird gut. Jimmy, warte! Ich warne dich! Nein! Geh! Ihn erschossen. Sarah. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Tommy, los. Los. Okay. Wo verdammt warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich habe da eine Ahnung. Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ist nicht meins. Lasst uns einfach ankommen. Anscheinend sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Sagst du mir, was passiert ist? Später. Hey Sarah. Wie geht's dir, Ibis? Ganz gut. Machst du das Radio Alter. An? Alter. Ja, klar doch. Danke. Kein Handy. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. Wir müssen so schnell wie möglich weg. Die 71 nehmen. Alter, was geht hier ab? Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Ja. Sorry. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß was? Ich nicht. Ja, moin. Das passiert nicht nur hier. Alter! Jetzt hört man was über die Ost- und die Westküste. Herr im Himmel. Das ist Louis' Farm. Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie sagten, es sind nur ein paar Leute in der Stadt. Nicht hier. Haben die nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Okay. Mal sehen, was sie brauchen. Was zum Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joel. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Alter. What? Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ey. Alle Idioten, selbe scheiß Idee. Einfach
Was zum Teufel los jetzt? Tommy, scheiße! Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Dreh hier, dreh hier! Wovor rennen die weg? Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Ach du Scheiße! Ey, was geht hier ab? Mach die Augen zu, Kleines! Ey! Nicht hinsehen, Sarah! Was läuft hier ab, Alter? Einfach nur mich an, Kleines. Da drüben! Ah, ist klar. Ey, weg hier, weg hier. Versprochen. Alter, ja, wo ist das? Das ist ein paar Jahre her. Hier lang, durch die Gasse. Ja, dann komm, Junge. Ah ja, er kommt durch die Dämonen. Wow, was? Wie kommt durch den Zaun? Lauf weiter, macht, dass ihr wegkommt! Komm schon! Ja, ich komm schon! Joel! Bewegung! Los zum Highway! Los! Du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Ey! Was geht? Ey, ja, das fängt jetzt sofort. Okay, ja, moin. Wir sind fast da. Läuft. Ja, klar, Alter, komm, leck mich, Alter. Was? Was? Ja, warum kann ich... Wir sind fast da. Ja, und warum kann ich eigentlich nicht schnell rennen? Sagt mir das eine. Dad? Ach so, jetzt. Ey. Ist okay, Kleines. Wir sind sicher. Hey! Helfen Sie uns! Stopp! Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Anweisung?
Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Oh, Scheiße! Oh nein. Sarah! Okay, lass mich mal sehen, Kleines. Ich weiß, Sarah, ich weiß. Hör zu mir, ich weiß, es wird weh. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah, ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah! Kleines! Kleines, tu mir das nicht an. Ach du das Scheiße. Oh Gott! Bitte nicht! The Last of Us. Alter. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Alter, der Gouverneur das den Notstand ausgerufen. Nee, ja, das ist krass. Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen... Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit... Schon seit drei Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von sechs angeblichen Fireflies. Das geht ab, Mann. Das ist krass, Mann. Das ist krass. Wenn du in der Dunkelheit verloren bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Sommer. Was? 20 Jahre später? Ach du meine Fresse. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pillen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Ja, Leute, ich sag an dieser Stelle, was für die erste Folge von The Last of Us gefallen hat, dann und lasst ihr ein Abo da. Ciao.
syndrome.